Also ich werde wählen gehen auf jeden Fall, weil es gibt immer weniger Leute, die wählen gehen und ich finde, das ist ein wichtiger Faktor und deshalb sollten wir es schon machen. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch wählen, wenn die wählen geht. Ich würde auch an zwei Tagen gehen, ich jetzt persönlich, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht ist es für andere Leute besser, die generell vielleicht eher ungern wählen gehen oder die Europawahl nicht so wichtig finden. Vielleicht gehen die dann eher auch zur Europawahl, wenn gleichzeitig auch. Ich denke eher, das ist Tendenz nur ohne. Generell oder nur für die Europawahlen jetzt? Oder generell? Tja, schwierig zu sagen. Man müsste vielleicht was verändern, damit die Tendenz sich umdreht. Ganz ehrlich, bin ich noch nicht mit mir im Klaren darüber. Mir fehlt im Moment so das echte und richtige Vertrauen, aber ich bin so fair und suche mir positive Argumente dafür, lass mich auch positiv, soll ich sagen, überzeugen, wenn es so ist, aber ich sammle im Moment wirklich noch. Ich weiß, es ist notwendig, dass jeder von uns zur Wahl gehen sollte und ich sehe es auch als meine Verantwortung, aber ein bisschen hadern ist schon mit drin. Also wenn ich die Möglichkeit sehe, wählen zu gehen, weil ich bin halt sehr viel unterwegs, ich bin Außendienstler. Wir kommen halt viel rum, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, aus Schleswig-Holstein, aus Baden-Württemberg. Und die Kommunalwahlen, die finden ja zum Beispiel halt auch zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Und wenn ich dann gerade vor Ort bin, dann gehe ich auch wählen halt. Ich würde sagen, das erleichtert denen den Weg, dann haben sie zwei Sachen auf einmal erledigt. Also ich glaube schon, dass es positiv ist, dass es aufeinander, also Termine aufeinander liegen und nicht innerhalb von 14 Tagen oder 3 Wochen dann nochmal ein Termin ansteht. Also ich sehe das positiv, wenn man die Termine aufeinander legt. Also ich glaube ich nicht wirklich. Also dass da Leute sich dann mehr genötigt sehen oder mehr denken, okay, dann gehe ich mal jetzt. Also kann man nicht vorstellen, dass ein ausschlaggebend ist. Nee, ich glaube, das ist egal, ob die Wahlen zusammenfallen oder nicht. Die Leute verlieren immer weniger, also immer mehr das Vertrauen. Und deswegen gehen sie mal weniger wählen.